starten wir, Clem? Skiball! Das spiele ich gern! Ja, dürfen wir? Klar, Caillou. Los geht's! Okay, Caillou, das ist dein letzter Wurf. Atmen. Sehr gut, Caillou. Super, Caillou. Klasse! Ich freue mich so, die einzulösen. Benutz nicht gleich alle. Wettlauf zum Autoscooter, Caillou. Das kriegst du noch von mir zurück, Caillou. Wow, Kinder, das war toll. Ihr habt doch bestimmt Hunger. Nun, was möchtet ihr? Was wir damit bekommen können. Lufthockey! Ja! So ein kalter Milchshake, nicht wahr, Caillou? Minigolf! Los geht's! Fast geschafft, Clem. Nur noch ein kleiner Stoß. Was anderes? Nein, schon okay. Beenden wir die Bahn. Genau, Caillou. Du schaffst das schon. Wow, Caillou. Mit einem Schlag. Wow, Caillou. Hat dir der Tag gefallen? Und ab! Alles klar, Caillou. Ich bin sofort wieder da. Sieh zu, dass du dich gut wäschst. Okay, Mama. Viel Glück auf der Mission, Kapitän Caillou.
Forscher namens Caillou. Wirklich? Oh ja. Es heißt, dass er den verlorenen Schatz finden wird und zu uns zurückbringt. Wow! Wirst du helfen, großer Caillou? Aber klar, wir finden den Schatz. Sicher, Captain Caillou? Komm schon, alles ist gut, wenn wir zusammenbleiben. Schau mal da drüben! Ist das etwa der? Komm mit, wir sehen nach. Was ist das? Es ist ein Hai! Schneller! Er holt uns gleich ein! Caillou, bist du schön sauber? Gut, dann hat Captain Caillou ja jetzt noch Zeit, die Meere zu besegeln. Ein anstrengender Tag war vorbei und Caillou wollte eine Gute-Nacht-Geschichte hören. Papa, liest du mir was vor? Na klar, Caillou. Rück rüber. Das ist die Geschichte von einem zeitreisenden Entdecker. In Afrikas Steppe gibt es wilde Tiere. Man weiß nie, welche man sieht. Oh. Spürst du das auch, Caillou? Oh nein! Spring rein, Caillou! Das war aber knapp, Caillou. Auf den polaren Eismassen der Arktis gibt es immer Außergewöhnliches zu sehen. Es freut mich sehr. Mein Name ist Caillou. Komm schon, Caillou. Schauen wir, was es sonst noch gibt. Neue Freunde gefunden, Caillou? Und in den großen Pyramiden des antiken Ägyptens weiß man nie, was für Freunde man findet. Wow, Caillou, du siehst ja aus wie ein echter Pharao. Und du erst!
Und auf der anderen Seite des Mittelmeers ist Paris. Eine Stadt mit viel Geschichte, Essen und Kunst. Bonjour, Caillou. Sieht toll aus. Wollen wir uns den Turm von Narm ansehen? Ja! Wow! Gehen wir da hoch? Klar, Caillou. Los geht's! Oh. Wahnsinnsblick, was, Caillou? Das war genug Aufregung für heute. Schlafenszeit. Es war ein besonderer Tag für Caillous Familie. Es war Rosis Geburtstag und die ganze Familie war draußen und genoss den Sonnenschein und die Feier. Mama, Mama, kann ich jetzt mal auf der Hüpfburg spielen? Okay, Caillou, sei vorsichtig. Denk dran, die Schuhe auszuziehen. Ich will die Schuhe anbehalten. Wir sollten sie ausziehen, Caillou. Caillou hatte viel Spaß auf der Hüpfburg. Aber die anderen Kinder wurden immer gröber. Sobald Caillou wieder festen Boden unter den Füßen hatte, sah er sich für ein neues Spiel um. Hey, Caillou, ist alles gut? Caillou setzte ein tapferes Gesicht auf. Es gab schließlich noch andere Beschäftigungen. Hey, spielen wir doch Steck dem Esel den Schwanz an! Caillou und seine Freunde spielten Steck dem Esel den Schwanz an. Es wurde ihnen sehr schwindelig. Leo, da kommt er nicht hin. Okay, jetzt du, Caillou. Sie bringen den Kuchen raus. Kommt her, Kinder, Kuchenzeit. Rosi, jetzt kannst du dir was wünschen. Rosi wünschte sich etwas und blies alle Kerzen auf einmal aus. Und dann? Yeah. Nun zu den Geschenken. Oh, ich will. Darf ich, Mama? Okay, Caillou. Was hast du denn? Bitte schön, Rosi. Alles Gute. Rosi konnte ihr Glück kaum fassen. Ein eigener Teddybär. Super, Caillou. Tolles Geschenk. Noch etwas, Rosi. Hi, Rosi. Alles Gute. Genieß deinen Tag. Ich hab dich sehr lieb, Caillou. Oh, Caillou, das ist lieb und schön geschrieben. Ist das nicht süß, Rosi?
Hey Kinder, Zeit für die Piñata. Rosi, du fängst an. Los, Rosi! Das war der beste Geburtstag, den Rosi je hatte. Und Caillou hatte auch einen wunderbaren Tag. Es war wieder ein gewöhnlicher Schultag. Das dachte Caillou zumindest. Plötzlich tat ihm etwas in seinem Mund weh. Caillous Zahn wackelte. Hey, hey, seht! Der Zahn hier wackelt! Wow, Caillou! Die Zahnfee wird dich bald besuchen kommen. Hä? Na, die Zahnfee, Caillou. Wenn du einen Zahn verlierst, dann legst du ihn unter dein Kissen und dann wechselt die Zahnfee ihn für etwas Besonderes aus. Nein, Caillou, tu das nicht. Der fällt von ganz allein raus. Es sah so aus, als müsste Caillou geduldig sein. Caillou beschloss zu warten. Dennoch war er für den Rest des Tages so aufgeregt, dass er sich kaum noch im Unterricht konzentrieren konnte. Nach der Schule rannte Caillou aus dem Gebäude zu Oma. Er konnte es kaum erwarten, Mama und Papa von seinem wackelnden Zahn zu erzählen. Wie toll, Caillou. Lass mich mal sehen. Sag ah. Ah. Der sieht so aus, als fällt er fast raus. Doch nur fast. Caillou wartete. Und wartete. Und wartete. Bis plötzlich sein Zahn herausfiel. Mama, Papa, er ist raus! Der Zahn fiel raus! Sehr toll, Caillou! Wann kommt denn die Zahnfee zu mir? Zuerst musst du den Zahn unter dein Kissen legen, sonst weiß sie es nicht und kommt auch nicht. Oh, ja, das stimmt! Kommt, wir gehen rauf. Also, Caillou, leg ihn vorsichtig unter das Kissen. Wir sehen morgen früh, was die Zahnfee dir gebracht hat. Schlaf gut, Caillou. Gute Nacht, Mama und Papa. Caillou setzte sich auf und rieb sich die Augen. Plötzlich erinnerte er sich daran, dass etwas unter seinem Kissen liegen würde. Und dann? Caillou sah etwas in seinem Augenwinkel. Etwas leuchtete in einer Ecke seines Zimmers. Es war die Zahnfee. Oh, hallo, Caillou. Du hast einen Zahn verloren? Hast du immer deine Zähne geputzt? Was machst du mit den Zähnen, liebe Zahnfee? Na, natürlich ins Feenland. Wir bauen mit den Zähnen ein immer größeres Feenschloss. Wow. Oh, gute Nacht, Zahnfee. Gute Nacht, Caillou. Ich pass gut auf deinen Zahn auf. Vergiss am Morgen nicht, unter dein Kissen zu sehen. Caillou hatte den seltsamsten Traum. Plötzlich erinnerte er sich, setzte sich auf und warf sein Kissen zur Seite. Unter dem Kissen war eine hübsche Münze und eine Notiz. Lieber Caillou,
Danke, dass du deine Zähne so gut putzt. Alles Liebe von der Zahnfee. Heute nahmen Mama und Papa Caillou und Rosi mit in ein Freizeitbad, um einen spaßigen Tag zu verbringen. Caillou war ein guter großer Bruder und brachte Rosi das Schwimmen bei. Okay, Rosi, du musst mit deinen Beinen strampeln. Ungefähr so. Probier du mal. Sehr gut, Rosi. Caillou, du bist ein guter Lehrer. Schau, die Kinder bekämpfen ein Piratenschiff. Die brauchen deine Hilfe, Caillou. Kapitän Caillou, eilt zur Hilfe! Warte, Caillou, schmier dich erstmal mit Sonnencreme ein. Aber ich will die Piraten bekämpfen. Du kannst die Piraten nicht mit einem Sonnenbrand bekämpfen. Okay, Mama, beeil dich. Die Piraten dürfen nicht das Freizeitbad einnehmen. Das ist kalt. Halt still, Caillou. Perfekt. Miau. Mama, ich kann so nicht die Piraten bekämpfen. Die lachen mich aus. Okay, Kapitän Caillou, komm her. So, jetzt kannst du los und die Lage retten. Komm mit, Rosi. Lass uns das Piratenschiff versenken. Bereit? Ziehen? Ja, Kamerad! Pass auf, Caillou. Die Piraten greifen an. Keine Sorge, ich krieg ihn. Ah, Man of the Boy! Geschafft! Ja! Das war es, Rosi. Wir haben die Piratenübernahme aufgehalten. Ja! Nach der ganzen Aufregung könnt ihr bestimmt eine Pause vertragen. Wollen wir uns auf dem ruhigen Fluss treiben lassen? Hört sich gut an. Das ist wirklich entspannend. Etwas langsam. Geht das auch etwas schneller? Lass uns ein Wettrennen zur Palme machen, Caillou. Hier komm ich, Caillou. Wow! Gewonnen! Geschafft! Sehr gut, Caillou. Warum ist die Schlange so langsam? Hab Geduld, Caillou. Das ist die längste Rutsche im Freizeitbad. Das Warten lohnt sich. Keine Sorge, Caillou. Es gibt zwei Rutschen nebeneinander und wir können zusammen rutschen. Oh, okay. Bist du bereit, Mama? Ich habe etwas Angst. Hältst du meine Hand? Na klar, Mama. Ich beschütze dich. Okay. 3, 2, 1. Na, Caillou, das war doch gar nicht so schlimm. Danke fürs Handhalten, Caillou. Du bist mutig. Das war spritzenmäßig! Heute besuchte Caillou mit Mama, Papa und Rosi einen Streichelzoo. Schon okay, Rosi. Nur Schafe. Schafe sind weich und lieb. Siehst du? Igitt,
Regenküsse. Danke. Hey, geh du von mir weg. Flieg weg, hol dir dein eigenes Eis. Was ist denn los, Caillou? Oh, das Eis ist runtergefallen. Schon okay, wir kaufen dir gleich ein neues. Kein neues Eis, es ist meine Nase. Ich habe einen Bienenstich gekriegt. Oh nein, armer Caillou. Hier, damit fühlst du dich etwas besser. Warum? Warum hat sie mich gestochen, Mama? Nun, sie dachte sich wohl, dass du sie verletzen willst, Caillou. Naja, ich habe probiert, sie zu hauen, weil sie mein Eis essen wollte. Caillou, bitte hau keine Bienen. Das sind sehr besondere Tierchen. Komm, lass uns mal sehen, wo sie hinfliegt. Ist sie dort zu Haus? Genau, Caillou. Ihr Haus nennt sich Bienenstock. Das ist ein großes Haus für eine Biene. Eigentlich leben dort tausende Bienen. Hör genau hin, dann kannst du sie hören. Das klingt wie ein Flugzeug. Was machen die denn da? Sie sammeln Nektar, aus dem sie Honig machen können. Sie lieben Süßigkeiten. So wie Eis? Ganz genau. Die Biene wollte dir nicht wehtun. Sie wollte nur was von dem Eis haben. Fragen. Komm her, ich habe eine Idee, was dich aufmuntern kann. Schau, ein Pferdchen. Nicht ganz, Caillou. Das ist ein Esel. Verzeihung, können meine Schwester und ich reiten? Das könnt ihr. Wow, das ist ja hoch. Hier, die sind zur Sicherheit. Halt dich an deiner Schwester fest. Wir wollen doch nicht, dass ihr runterfallt. Wow, er ist sehr stark, wenn er uns beide tragen kann. Das stimmt. Esel sind vielleicht klein, aber auch sehr stark. Wie ich! Guck mal, Oma! Sehr schön, Caillou. Was ist denn los, Caillou? Ihr Junge auf dem Skateboard erinnert mich dran, wie ich mir mal wehgetan habe, Oma. Möchtest du mir davon erzählen? Dann geht's dir vielleicht besser. Ich habe von Leo ein Skateboard zum Geburtstag bekommen. Ich wollte es gleich ausprobieren, aber Mama sagte, dass ich zuerst Schoner für die Knie und Hände brauche. Brauchtest du auch einen Helm, Caillou? Ja, aber ich hatte schon einen Fahrradhelm. Ich wollte einfach nicht warten. Also habe ich meinen Fahrradhelm aufgesetzt und ging in den Garten. Ich trug das Skateboard auf den Weg hinauf und probierte schneller zu fahren. Der Reifen rammte einen Stein und ich bin vom Skateboard gefallen. Ich habe meine Hand ausgestreckt und bin mit dem Handgelenk aufgekommen. Was passierte dann? Ich habe geweint und meinen Arm gehalten und Mama gesucht. Oh, Caillou, was ist passiert? Schmerzt dein Handgelenk? Ich bin vom Skateboard gefallen. Caillou, du solltest warten.
tut mir leid. Schon okay. Wir gehen jetzt zum Arzt. Der Arzt hat gesagt, dass ich mein Handgelenk verstaucht habe. Auch wenn es nicht gebrochen war, hat es trotzdem echt wehgetan, Oma. Ich weiß, das schmerzt, Caillou. Das ist mir auch mal passiert. Bist du auch Skateboard gefahren, Oma? Nein, Caillou. Auf dem Eis ausgerutscht. Hattest du auch eine Schlinge? Ja, Caillou. Ich musste den Arm für einige Wochen in der Schlinge lassen, bis es besser war. Danke, Oma. Mir geht's schon besser. Bist du wieder Skateboard gefahren, Caillou? Nein, Oma. Ich will nicht wieder runterfallen. Aber wenn du deine Schoner trägst, kannst du üben und tust dir nicht weh, selbst wenn du fällst. Das sieht noch so viel Spaß aus. Ich wünschte, ich wäre dein Alter. Ich würde sofort Skateboard fahren lernen. Gott, ich bin ganz erschöpft. Ich habe Rosis Schaukel 100 Mal angestoßen. Essen wir doch ein paar Bananen, damit wir alle wieder fit werden. Nun, Caillou, was hast du Oma denn so erzählt? Wie ich vom Skateboard gefallen bin und mich verletzt habe. Caillou hat deswegen Angst vorm Skateboardfahren. Aber das sieht so spaßig aus. Ja, das stimmt. Als ich in deinem Alter war, hatte ich Rollschuhe. Ich bin oft hingefallen, aber ich habe so lange geübt, bis ich nicht mehr gefallen bin. Ich habe nichts lieber gemacht. Vielleicht solltest du es noch mal probieren, Caillou. Ja, das mache ich. Aber dieses Mal trage ich alle meine Schoner. Sobald Caillou zu Hause war, setzte er seinen Helm auf und befestigte seine Schoner. Los, Caillou! Caillou, alles okay? Alles gut, Mama. Schoner helfen. Noch einmal, Caillou. Du warst ganz nah dran. Hab's geschafft. Es war ein Familientag und Caillou konnte es kaum erwarten, den botanischen Garten zu erkunden. Wow! Seht euch die Farben an! Komm schon, Rosi, wir sollten uns umsehen. Oh, herrlich! Das, Rosi, ist eine Sonnenblume. Und die ist gelb wie die Sonne, siehst du? Sonnenblume! Ist gelb. Okay, und diese hier ist weiß, so wie der Mond. Wie heißt die, Mama? Nun, die hier, das ist eine Mondblume. Wow. Okay, Sonnenblumen sind gelb. Und Mondblumen sind weiß. Eine Rose. Eine Rose. Eine rote Rose. Rosen sind rot. Und Veilchen sind blau. Sonnenblumen sind gelb. Und Ranunkeln auch. Mondblumen sind weiß. Blätter sind grün. Habt ihr jemals so viele Farben gesehen? Hatschi! Was ist das? Das sind Pollen, Caillou. Davon kann man niesen. Gelb, gelb! Das stimmt, Rosi. Komm mit, Rosi. Gehen wir doch in den Irrgarten und suchen den Springbrunnen. Wupp,
Ich muss die Mitte des Irrgartens finden. Dort ist der Springbrunnen. Aha! Da geht's lang! Mama, Papa, da seid ihr! Ich hab mich verirrt! Toll, dass du uns trotzdem gefunden hast. Wie hast du das gemacht? Ich habe das Plätschern des Springbrunnens gehört und bin dem Geräusch in die Mitte des Irrgartens gefolgt. Ganz toll gemacht, Caillou. Das hast du wirklich sehr schlau gelöst. Nun, Caillou, manchmal fühlt man sich verloren. Aber es kann auch ein Abenteuer sein. Caillou hatte viel Spaß dabei, den botanischen Garten zu erkunden. Besonders, wenn er nicht allein im Irrgarten, sondern mit seiner Familie zusammen war. Es war Weltbuchtag. Alle Kinder waren sehr aufgeregt, sich wie ihre Lieblingscharaktere zu verkleiden. Aber keiner war so aufgeregt wie Caillou, der als Pirat verkleidet war. Los geht's, Klasse. Kommt hierher. Beruhigt euch, beruhigt euch. Wie ihr an euren Verkleidungen sehen könnt, heute ist Weltbuchtag. Das heißt aber nicht nur, sich schön zu verkleiden. Es geht darum, durch das Lesen fantasievoller zu werden. Ich habe hier Gutscheine. Nach dem Unterricht könnt ihr sie für ein Buch im Laden einlösen. Wow, Leo, sieh mal her! Caillou und seine Freunde konnten es kaum erwarten, die Gutscheine einzulösen. Sie überlegten lange, für welches Buch sie sich entscheiden sollten. Caillou und seine Freunde sahen sich die verschiedenen Gutscheine an. Sie hatten alle andere Farben und Bilder. Oh, cool! Du hast darauf einen Dino! Sieh mal Clementines an! Da ist ein Wolf drauf! Los geht's!
Land Ahoi! Hier finden wir unseren Schatz! Ei, ei, Captain Caillou! Captain Caillou? 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 Welche habt ihr denn? Caillou und seine Freunde konnten es kaum erwarten, mit ihrer entfachten Fantasie das Lesen zu beginnen. Caillou freute sich darauf, sein Buch mit nach Hause zu nehmen und Abenteuer als Pirat zu erleben.